Seid gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu Tomb Raider 2, Vers 8. Und zwar sind wir hier im berühmten Opernhaus. Das schauen wir uns mal an. Also hier, wir sind jetzt drin, hier im berühmten Opernhaus. Da unten ist die Bühne. Und da ist Wasser drin, seltsamerweise. Da unten, das ist quasi der Orchestergraben, oder? Also da, wo das Orchester spielt. Da ist jetzt Wasser drin, komischerweise. Gut. Wir haben hier ein paar Gegner erlegt und jetzt schauen wir uns mal die Gegend an. Achtung, Sandsack. Also wenn da oben so ein Sandsack... gut. Dann, ja gut, schauen wir mal ein bisschen rum. Und zwar... Hier ist jetzt so weiter nichts, aber bloß damit du mal, ist da eine, ist das eine Tür hier? Das ist eine Tür, geht aber nicht auf. Schauen wir mal da rein. So. Da kommt einer. Wie gesagt, wenn zwei Gegner kommen, jetzt zwei Hunde, da musst du kurz, wenn der erste Gegner weg ist, kurz das Schießen unterbrechen, weil sonst zielt sie immer noch auf den ersten Gegner. Also, wenn mehrere Gegner sind, immer kurz mal unterbrechen. So, und jetzt guck mal, da oben, da waren die Bretter, wo wir rübergelaufen sind, siehste? Aha. Und was hier wichtig ist, das ist hier dieser Schaltkasten, siehste? Das ist hier der Lift, soll der Lift sein. Der zeigt ja die Etagen an, 1, 2, 3. Der geht aber noch nicht... No, siehst du, sagt sie no, weil hier fehlt uns noch ein Relais, also der Lift geht jetzt nicht, weil noch ein, da in dem Schaltkasten fehlt noch ein Relais, also ein wichtiges Bauteil fehlt uns da noch. Wie gesagt, da unten ist, da oben sind diese Bretter, wo wir rübergehüpft sind, und also wie gesagt, wir brauchen jetzt erstmal noch so ein Relais. Da ist jetzt nichts. Gut. Okay. Immerhin, also wir wissen, da brauchen wir noch was hier für den goldenen Schaltkasten. Gut. Ich habe hier viele Fackeln, die ich auch immer anmache, damit du auch was siehst hier. Du hast natürlich im Spiel selber nicht so viele Fackeln. Und wir müssen jetzt mal irgendwo weiter. Heiter weiter. Also wir könnten jetzt da über die Etagen uns da runter arbeiten. Du kannst die verschiedenen Etagen da auch so erreichen. Also, da sind wir ja rausgekommen. Und du kannst, hier ist jetzt so ein Loch im Boden. Da kannst du dich jetzt so runterarbeiten. Machen wir das mal. Springen wir mal da runter. Huch, da geht eine Tür auf. Das heißt, da kommt einer. Huch, da. Da kam einer. Da kommt auch immer so ein schicker Sound. Also du kannst... Da ist wieder einer. Ein Hundi. Also du kannst sie jetzt hier über diese... Da geht einer, siehst du. Und noch einer. Gut, jetzt arbeiten wir uns da mal runter. Siehst du, über diese Etagen. Und erlegen mal den hier. So, und so rennt da noch einer rum. Da hat der Hund... Du kannst dich da auch wieder raufarbeiten, siehst du? Hier über diese Etagen kannst du auch wieder rauf gelangen. Gehen wir mal runter und beseitigen noch den armen Hundi. So, der hat was dabei. Nehmen wir das mal. Gut. Also immer schauen. Ah, da kommt der nächste. Wo ist denn da einer? Komm. Da ist einer, siehst du? Gut. Jetzt nicht mehr. Siehst du, also du kannst dich da runterarbeiten. Ah, das war das. Gut, okay, habe ich. Und dann die Kugel in die Arme laufen. Siehst du, jetzt musst du alles nochmal machen. Siehst du, gut, also einfach mal da runter. Es geht da eine Tür auf und so weiter. Sie zielt immer, wenn du auf der Schusstaste bleibst. Zielt sie weiterhin auf den Gegner. Wenn sie mal ein Ziel im Visier hat, da ist sie hartnäckig. Siehst du, jetzt bleibe ich auf der Schusstaste. Da musst du aber unterbrechen und den nächsten. So, und jetzt
Speichern. Du sollst, wie gesagt, alle 5 Sekunden speichern, quasi. Sollte man. Safe Game. Gut, wenn wir jetzt runtergehen, kommt im Zuschauerraum noch einer. Gut. Also, da kommt, und Vorsicht, da drüben ist die Kugel. Jetzt kommt da einer. Komm. Da. So, jetzt haben wir den auch weg. Fackel an und speichern. Und jetzt lösen wir mal spaßeshalber hier die Kugel aus. Siehst du da? Damit wir die weg haben, weil sonst latschen wir da noch 20 Mal rein. Gehen wir einfach mal so rüber. Siehst du? Jetzt ist die weg, weil sonst irgendwann, siehst du, irgendwann erwischt uns die noch sonst hier. Da war die drin. Da ist sonst nichts mehr. Gut. Okay, jetzt haben wir die böse Kugel. Jetzt können wir das Medipack nehmen. So. Aha. Gut, Freunde. Speichern. Und Kaffee trinken. Sonntag, morgen. Gut. Du kannst, wie gesagt, da auch wieder raufhüpfen, da auf die obere Etage, wenn du willst oder musst. Da hinten ist sonst nichts mehr, wo wir jetzt hin müssen. Da war der Böse drin. Da ist sonst... Gut, war... Gut, also wir Neugier. Curiosity killed the cat, oder? Neugier tötete die Katze. Das machen wir jetzt gerade zum Fleiß. Machen wir das nochmal. Gut. Schicke Kugel. Da ist aber sonst nichts drin, oder? Aha. So ein gefährliches Pflaster hier. Gut. Aber damit du es mal gesehen hast. Damit wir es mal gesehen haben, so. Da, gut. Ja. Wo wir jetzt hin wollen, das ist die Bühne. Und wie gesagt, alle 5 Sekunden speichern, wenn es erfolgreich war. Und möglichst auch immer mal wieder auf einen neuen Speicherplatz. Also wir wollen jetzt da drüben. Da drüben ist sonst nichts mehr, gell? Nee, da ist sonst höchstens wieder eine Kugel. Ja, da ist die Kugel. Oder? War die schon? Nee. Doch? Nee. Gut. Jetzt gehen wir mal da rein. Da ist hier im Wesentlichen nichts. Außer, dass wir jetzt hier raufsteigen können, siehst du? So. Hier kannst du jetzt raufsteigen. Und jetzt kommen aber gleich wieder welche, oder? So, jetzt sind wir da. Aufpassen, Sandsäcke. Siehst du, da oben sind auch noch. Du. Oh, noch einer. Und Sandsäcke. Oh. Also, hier ist was los. Gefährliches Pflaster. Gut. Wahnsinn. Also, jetzt nehmen wir mal einen neuen Speicherplatz. Den ganzen alten überschreiben. Venedig brauchen wir nicht mehr. Überschreiben wir mal den da. Jetzt machen wir spaßeshalber noch die Sandsäcke, oder? Nee, die kommen nicht. So, und da sehen wir hier schon so ein Loch. Und hier ist eine Bodenplatte. Also das, da müssen wir bestimmt irgendwie rein noch. Da, und die Bodenplatte noch irgendwie öffnen. Und was haben wir noch? Hier haben wir noch einen Raum. Achtung. Da hören wir schon. Ah ja, das ist dann für später. Da oben müssen wir rauf irgendwie später dann. Was wir allerdings jetzt hier sehen, da unten ist dieses Relais, da ist irgendwas, da kommen wir jetzt aber so noch nicht hin. Aber hier haben wir einen Schalter, den machen wir mal. Der schaltet da drüben die Tür auf, oder? Was schaltet der? Der schaltet da drüben diese Tür auf, genau. Siehst du? So, okay, jetzt haben wir den Schalter da drüben. So, jetzt gehen wir da rüber, hoffentlich, da kommt bestimmt wieder einer. Der hat da oben diese Tür geöffnet. Achtung, da sind jetzt Sandsäcke wieder. Und Gegner. Wie gesagt, immer mal wieder unterbrechen. Das Feuer
unterbrechen, sonst zielt sie immer auf denselben Gegner. Und bei zwei Gegnern ist es natürlich blöd, weil die zielt dann weiter auf den toten Gegner. Und das ist ja Aha. nix gut. Gut, speichern. So, jetzt gehen wir da rein. Achtung, sind da Sandsäcke da oben? So, jetzt schauen wir mal. Ist da was? Jetzt lösen wir mal alle Sandsäcke aus hier. Komm. Oder? Okay. Lösen wir die erstmal aus. Haben wir noch welche? Da ist noch einer. Gehen wir da noch mal lang. Okay. So, jetzt haben wir da mal halbwegs Ruhe. Wir müssen jetzt da oben hin, garantiert. Und wie kommen wir da hin? Weiß ich nicht mehr. Kann man, da muss man doch irgendwo rauf können. Warte, ah, jetzt weiß ich's. Jetzt gehen wir da rauf, schau her. Genau deswegen haben wir die Tür da aufgemacht. Siehst du, da oben diese Gittertür. Siehst du, links das Graue. Jetzt können wir da rauf springen und uns da hochziehen. Achtung, Scherben. Also nur gehen, nicht laufen. Achtung, ist da noch ein Sandsack? Speichern, weil immer speichern, das ist klar. Laufen wir mal spaßeshalber dahin. So, da komme ich jetzt nicht weiter, aber ich sehe da drüben so eine Mauerkante. Da gehe ich jetzt mal hin. So, da müssen wir schauen, dass wir da möglichst rechts stehen, so dass wir den unteren Teil erwischen. Ganz an die Kante hingehen, so. Und den unteren Teil und jetzt mit Anlauf hinspringen und festhalten. Anlauf, jetzt springen und festhalten. Siehst du, jetzt kann sie da rüberhangeln. Toll, gell, was die alles kann. Lara, Wahnsinn. Kaffeepause. Jetzt können wir uns da hochziehen und können den Schalter schalten. Der haut das Brett runter. Aha. Siehst du? Wir haben wieder was richtig gemacht. Da oben ist ein Schalter. Siehst du, da müssen wir hin. Rechts oben siehst du den Schalter. So, jetzt ist das Brett unten. Jetzt kann man da jetzt hinspringen. Warte, schauen wir mal. Ja. Sind da jetzt noch Sandsäcke? Jetzt gehen wir mal darüber. So. Now müssen wir da rauf springen. Ist da was? Nee, gut. So. Gleich passiert wieder irgendwas. Speichern, alle 10 Sekunden speichern. Oh, da haben wir schon Mäuse und so Kollegen. Also wir müssen da rauf wahrscheinlich, gell? Dahin. And now. Die Maus. Die Sendung mit der Maus beseitigen. Jetzt können wir darüber springen. Festhalten. Licht an, Spot aus. Und jetzt müssen wir an dem Sandsack vorbei. Dazu gehen wir zu diesem Behufe, gehen wir dahin. Was ist denn da in der Ecke eigentlich? Nichts mehr, oder? Speichern ist klar. Und jetzt können wir, muss ich da mit Anlauf rüberspringen? Schauen wir mal. Wenn der natürlich links ist. Feng. Ha. Was ist denn da rechts in der Ecke? Nichts mehr, oder? Nee, da ist nichts. Das täuscht, oder? Täuscht es. Hoppla, hoppla, falsch verdrückt. Jetzt müssen wir dahin. Darüber springen. Das kann ja nicht so schwer sein, oder? Schauen wir mal. Peng. Genau. So. Da ist nichts. Da ist jetzt der Schalter. Gut, das hat getäuscht da rechts. Ich hätte gedacht, da wäre noch ein Gang. So, jetzt speicher vor jedem Schalter. Du kannst eigentlich 10.000 Mal immer speichern, weil du weißt auch immer, manchmal nicht, was der Schalter macht. Und
So, jetzt schalten wir den mal. Der macht die Bodenklappe auf, oder? Der hat jetzt unten im Zuschauerraum die Bodenluke geöffnet, oder? Achtung, da sind noch Säcke. Siehst du, da ist jetzt unten die Klappe, da ist Wasser drin. Und da müssen wir jetzt rein. Du kannst jetzt den ganzen Weg rückwärts gehen und dann da unten auf der Bühne reintauchen. Oder du machst Trick 18. Schneller geht's. Vorher speichern. Wenn du jetzt runterrutschst und dich festhältst, halt dich fest, so, halt fest. So, jetzt ziehst du dich hoch und springst sofort rückwärts ab, dann landest du genau in dem Loch. Also hochziehen und sofort rückwärts springen. Und dann landet sie genau in dem Loch. Jetzt tauchen wir aber auf, weil, genau, damit sie nicht, so, jetzt sind wir da drin. Jetzt sind wir da drin, jetzt schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Jetzt gibt es da einige Sachen zu machen. Namely, da nix. Gut, schwimmen wir mal ein bisschen rum. Weil so kommen wir ja jetzt auch nicht mehr raus hier. Oh, da haben wir aber schon wieder Sound im... Also da geht's rein und da geht's weiter. Jetzt speichern wir. Schicker Sound, weil in einem Teil ist da ein Drache, also Geheimnis. Schauen wir mal, dass wir das Geheimnis zuerst finden. Geheimnis, Geheimnis, Geheimnis. Aber nicht. Wahnsinns-Sound. So, da ist jetzt das Geheimnis, oder? Brauchen wir natürlich eine Fackel. Da ist irgendwo ein Schalter. Warte, wo ist denn der? Oh nee. Das ist jetzt ein bisschen fummelig. Hier ist er, oder? Ah, da ist der Drache. Schau her, da ist der weiße Drache. Und jetzt wieder raus. So, da war der Drache. Schnell, rechts oben ist der Luftbalken, siehst du? Also wir haben noch Luft. So, da war der Drache. Jetzt gehen wir mal darauf. Was ist denn hier noch los? Da ist ein Schalter. Was macht der? Der schaltet jetzt oben die Tür auf im Zuschauerraum. Die brauchen wir später. Das lese ich gerade mal schnell in meiner Lösung. Also wir haben den Drachen. Weißen Drachen. Schalter. Den Schalter haben wir. Den Drachen haben wir. Kehre zurück und tauche in den anderen Raum, um das Relais zu nehmen. Jetzt müssen wir in den anderen Raum tauchen. Zurücktauchen. Und in den anderen Raum tauchen. Zurücktauchen. Und in den anderen Raum tauchen. Ah, da sind wir reingekommen. Siehst du, da sind wir reingekommen. Jetzt tauchen wir mal dahin. Siehst du? Da ist nämlich nichts. Ja. Bin ich blöd. Tauchen in den anderen Raum. Ah, warte, Moment. Ah, ich bin doch nicht blöd. Genau, jetzt sind wir in den anderen Raum getaucht. Ah, und da ist das Drecksrelais für den Lift. Aha. Wisste? Aha. Das ist die Relaybox. Relaybox für den Lift ist das. Da können wir jetzt da speichern. Natürlich. Wie lange spiele ich schon? Safe gamen. Und jetzt darauf. Wenn es schon mal da ist, die Leiter. Oder? Achso. So, sind wir. Ah, das war die Tür, siehst du. Da kommt einer. Siehst du, das war die Tür. Genau. Oh, ich muss mal ein Medipack nehmen, sonst bin ich gleich wieder tot. Und
Fackel und speichern. So, jetzt haben wir das Drecksrelais. Das müssen wir jetzt am Lüfter einsetzen, oder? Warte. Fahrstuhlkasten mit dem Relais. Jetzt müssen wir uns da hochziehen. Warte. Nee. Müssen wir genau an die Kante gehen. Warte. Du siehst ja unten am Boden, siehst du diese Linie. Auf die musst du gehen. Da siehst du unten die Linie. Du siehst ja, das ist so in Quadrate aufgeteilt. Und dann, siehst du, und dann kannst du dich genau hochziehen. Und dann kannst du darüber springen. Jetzt bist du wieder oben normal. Genau, jetzt sind wir wieder. Aha, siehst du, jetzt sind wir wieder da oben. Genau. Da sind wir reingesprungen, genau. Huch, da haben wir noch Munition vergessen. Na, ist ja wurscht jetzt. So, und jetzt müssen wir zu dem Fahrstuhl. Achtung, keinen Sandsack. Nee, Kugel auch keine. Gut, dann müssen wir wieder in den anderen Gang. Zu dem Fahrstuhl. Kommt jetzt einer? Nee, wir waren ja schon drin. Ja, noch einer. Wie gesagt, unterbrechen, wenn zwei Gegner sind, immer wieder mal unterbrechen. Das Feuer, also Feuertaste, Schießentaste. So, jetzt sind wir da, jetzt setzen wir das Drecksding hier ein. Komm, muss genau davor stehen. Jetzt dann setzt es ein. Jetzt geht der Scheißlift. Siehst du? Jetzt müssen wir, Achtung. Warte. Schaltkreis. Schick dir den Lift mit dem Schalter nach unten und springe auf das Dach. Also speichern wir mal. Schicke den Lift mit dem Schalter nach unten. Und springe auf das Dach oder laufe auf das Dach. So, jetzt sind wir am Dach vom Lift, siehst du? Und jetzt ist da eine Leiter, siehst du? Da springen wir jetzt hoch. Warten wir gar nicht lang. Jetzt springen wir da hoch an die Leiter. Also steigen wir. Siehst du jetzt rechts? Könnte man jetzt umschauen, ist 0. Jetzt sind wir wieder beim Schalter. Ich wilze aber, entschuldige, darauf, weil da ist der Drache. Siehst du? Achtung, Scherben und ich sehe schon den Drachen. Also nur gehen, vorsichtig. Und noch eins gehen und jetzt kann man den Drachen nehmen. Aha. Siehst du, jetzt haben wir da einen Schalter. Jetzt gehen wir zu dem Schalter. So, zack, was macht der? Der macht hier irgendwo eine Tür auf, damit ich wieder rauskomme. Jetzt gehe ich mal vorsichtig. Der hat irgendwo eine Tür aufgemacht. Gehe ich mal vorsichtig. Da. Ah, siehst du, was ist da noch? Da ist nichts mehr, oder? Siehst du, da oben ist das Dach von dem Opernhaus. Siehst du, da oben. Da haben wir angefangen. Jetzt gehen wir vorsichtig raus, damit ich wieder rauskomme. Siehst du, das war die eine Tür hier. Genau, jetzt sind wir wieder in dem Gang. Jetzt gehen wir wieder zum Lift. Jetzt kommt wieder einer, sag mal. Nee. So, jetzt sind wir wieder beim Lift. Den Drachen haben wir. Jetzt tun wir speichern. Jetzt müssen wir den Lift holen, oder? Warte. Hole den Lift nach oben, drücke den Schalter und laufe schnell hinein. So, das machen wir jetzt. Ah, jetzt brauchen wir wieder einen Lift. So, jetzt warten wir, bis er kommt. Dauert ein bisschen. Jetzt kommt er. Jetzt müssen wir einen Schalter drücken und schnell hineinlaufen. So, Achtung. Schalter drücken und schnell hinein. So, jetzt fahren wir nach unten. Achtung, das ist bestimmt. Jetzt kommen wir da unten, wo die Bretter am Boden liegen, raus. Mit etwas Glück und da ist aber bestimmt Kundschaft. Na komm her.
Oh, gleich zwei, oh nee. Wie gesagt, unterbrechen bei zwei Gegnern. Und die haben Schrotmunition. Na gut, die schenke ich mir jetzt. Siehst du, hier liegen die Bretter am Boden. Wo wir da am Anfang da oben rübergelaufen sind, siehst du. Das ist jetzt immer da unten. Gut, Freunde. Du kannst die Munition noch einsammeln, ist klar. Da ist nichts mit Soße. Was müssen wir jetzt machen? Speichern. Save Game. Lasse den Lift wieder nach oben fahren ohne Lara und gehe baden. Lasse den Lift wieder nach oben fahren ohne Lara. Jetzt fährt der nach oben, oder? Genau, ohne Lara und gehe baden. Also hier kann man baden. So, erstmal auftauchen. So, Freunde. So, hier ist jetzt Zeug. Gut. Speichern. Gute 5 Minuten haben wir noch. Warte, entschuldige, ich lese bloß mal. Ich muss das selber lesen. Ich weiß das selber nicht mehr. So, tauchen wir mal irgendwo hin, komm. Also, da wo wir kann man jetzt irgend, da ist ein Ding. Was haben wir hier Feines? Aha, hier ist ein Ding. Ah ja, genau, das ist hier der Nebenraum von der Garderobe, von der Bühne. Siehst du, da waren wir vorhin. Das Ding, hoppla, haben wir vorhin gesehen. Das nehmen wir jetzt. Das ist eine Platine, eine Circuit Board, ein Schaltplatine, Motherboard, Mainboard. Also, haben wir jetzt, gut. Dann ist aber da noch ein Raum. Da müssen wir wieder tauchen. Da ist aber noch was. Namely da. Irgendwo, oder? Da ist so ein Hebel, schau her. Siehst du? Ziehen, Hebel, ziehen. Der öffnet hier den Kasten. Sonst kommen wir, glaube ich, nicht mehr raus, oder? Oh, da ist eine Mausi. Was machen wir hier? Ach, da komme ich wieder raus, oder? Warte. Silberne Schalttafel mit Hebel, da haben wir gerade gemacht, öffne Gitter nebenan, genau, über den dortigen Steg mit Ratte, haben wir gerade, erreichst du den höheren Vorsprung, von wo hast du den Schützen, genau, jetzt müssen wir darauf springen und speichern, warte, wie habe ich denn, wie gesund habe ich denn, oh weia, nicht mehr, dann nehmen wir mal ein kleines, gut, und warte, darauf springen mit gedrückter Schaltkastentaste, hätte ich beinahe gesagt. Mit gedrückter Handlungstaste. Und jetzt Achtung. Oh, jetzt ist er weg. Da läuft einer. Siehst du, jetzt habe ich ihn im Visier. Jetzt, ich bin noch immer noch auf der Schießentaste. Jetzt haut er aber ab. Jetzt ist er weg. Gut, Freunde. Jetzt ist er darauf, dann kommt er aber. Also speichern. Gut, Waffe einstecken, dann mit gedrückter Handlungstaste hinspringen und Waffe ziehen und ihm hinterherlaufen. Da ist eine Maus. Jetzt kommt er. Ah, da kommt noch eine Maus. Also abbrechen. Also da waren jetzt Mäuse auch noch. Wie gesagt, da musst du dann immer wieder die Schießentaste loslassen, weil sonst zielt sie immer nur auf die tote Maus oder sonst was, verstehst du? Also da immer unterbrechen die Schießoperation. So, jetzt sind wir da. Gut, und jetzt müssen wir in die Garderobe. Genau, jetzt müssen wir in die Garderobe.
So. Einfach da weitergehen. Habt ihr was? Ja, du kannst es. Jetzt geht's in die Garderobe. Genau. Siehst du? Boah, wunderschöne Fenster von Bartoli oder Bartoli. Die schießen wir ein. Peng, ein Krach ist das hier. Wahnsinn. So, jetzt sind wir in der Garderobe. Fast. Da unten ist die Garderobe. Gehen wir jetzt runter. So, siehst du? Wunderschön, schau her. Hier mit den, die Schminkspiegel hier mit den Lichtern früher. Also, die hatten da die Schminktische mit Beleuchtung. Und da hören wir schon bösen Kleiderbügel, alles schick da. Schau her. Hier ist die Garderobe mit Schminkraum. Und da hören wir schon böses Geräusch. Und wir müssen da rein. Höchstwahrscheinlich. So, und da hören wir aber schon böse Sachen. Oh, oh, jetzt wird's kritisch. Das machen wir im nächsten. Siehst du, da sind die bösen Propeller. Oh, oh. Das machen wir im nächsten, nächsten Video, gell? Speichern. Okay. Speichern und tschüss. Bis gleich. Siehst du, da kommen wir dann am Schluss raus. Wenn wir fertig sind, kommen wir hier raus. Da müssen wir aber erst durch die bösen Lüftungsschächte mit tödlichen Lüftungspropellern. Das machen wir dann im nächsten Video, gell? Das ist nämlich happig. Okay, also tschüss, bis gleich.